Also wir sind hier in Ippenbüren bei der GTS, einem Unternehmen der Krone-Gruppe. Hier werden automatisiert Schweißbaugruppen gefertigt, die später lackiert werden und dann in Landmaschinen einfließen. Wir haben unter anderem KUKA-Industrieroboter im Einsatz. Das ist aber nicht alles, was wir von KUKA im Einsatz haben. In der Logistik haben wir auch KUKA-KMPs, die bewegen hier Lasten bis zu 3 Tonnen. Wir sind ja hier in Ippenbüren im Grunde genommen in einem Greenfield-Ansatz unterwegs und das bedeutet, wir konnten wirklich ohne Restriktionen, ohne vorhandene Strukturen planen. Wir durften hier bei der Firma GTS die Anlagen implementieren in Verbindung mit dem KMP 3000 und KMP 1500. Grundsätzlich war das Konzept, dass wir versucht haben, einen Großteil der Automatisierung zukunftsgerecht zu gestalten. Bedeutet, wir haben Robotik implementiert, haben dann aber auch versucht, ein bisschen weiterzudenken in Verbindung mit Intralogistik. Die Idee dahinter ist, den Materialfluss zu automatisieren. Wir haben hier viele Standalone-Anlagen, die aber bestückt werden müssen mit Material. Und das regeln wir über die KMPs. Die mobilen Roboter helfen uns tatsächlich, viele Prozesse, die sehr weitläufig hier sind, miteinander zu verketten. Bedeutet, wir konnten auf viel Fördertechnik verzichten. Die mobile Robotik ist sicherlich für uns auch ein neues Betätigungsfeld, wo wir aber größtes Vertrauen in KUKA gehabt haben und jederzeit auch eine Unterstützung erfahren haben. Eine der Anforderungen an Technologie, die wir hatten, war hier sicherlich Handling und Transport. Da war KUKA relativ früh mit dem Projekt. Wir sind in die Planung gegangen, wir haben unsere Anforderungen genommen, haben dann optimale Use Cases daraus entwickelt. Das, was dazu an Peripherie nötig war, haben wir dann auch in Verbindung mit KUKA oder den Implementierungspartnern in Betrieb genommen. Gleichzeitig betreiben wir es heute auch ein Stück weit gemeinsam. Wir sind hier am Standort Werlte. Wir produzieren hier Sattelauflieger, Anhänger und gezogene Einheiten. Robotik ist ein zentrales Element für die Standortsicherung von Krone. Wir setzen hier AMR-Fahrzeuge des Typs KMP 1500P für den Transport der Luftkessel ein. Die Luftkessel würden sonst durch einen Stapler in einen beengten Raum transportiert werden müssen. Die AMRs sorgen dafür eine erhöhte Sicherheit und gewährleisten, dass das Material auch zum richtigen Zeitpunkt am Verbauort ankommt und ist nicht abhängig davon, ob ein Staplerfahrer gerade Zeit hat, die Teile zu transportieren. Durch die Automatisierung möchten wir unsere Arbeitsplätze so gestalten, dass wir unsere Mitarbeitenden an effizientere oder wertschöpfendere Tätigkeiten heranführen können. Das Thema moderne Produktion, jetzt hier speziell auch bei der Krone, ist ein wichtiges Thema für die Zukunft. Die Stärken der KMP-Plattform sind, dass wir bis zu 3000 Kilogramm transportieren können, im Tandem sogar 6000 Kilogramm. Des Weiteren können wir omnidirektional verfahren, dadurch sind wir sehr agil im Prozess und können induktiv laden und damit 24/7 den Prozess sicherstellen. Die KUKA unterstützt Unternehmen bei der Transformation zur Smart Factory durch das AMR-Flottenmanagement, durch die flexible Kopplung an Leitsteuerung wie MES, ERP sowie durch die Vermittlung des richtigen Systempartners. Für uns hat die strategische Partnerschaft mit KUKA eine wesentliche Bedeutung. Durch KUKA als Innovations- und Technologieführer haben wir Zugriff auf modernste Technologien und können mit KUKA zusammen entsprechende Fertigungsprozesse weiterentwickeln und im Dialog unsere Prozesse, aber auch die Prozesse bei KUKA stetig verbessern. Daher ist für Krone eine Partnerschaft mit KUKA im Bereich der Robotik elementar. Making automation easier.